Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute beschäftigen wir uns mit einem völlig neuen Thema, nämlich damit, warum Johann Lafer, das ist er nämlich Hallo. wahrhaftig, sich derzeit oder seit einer geraumen Zeit hauptsächlich nur noch pflanzlich ernährt. Und natürlich gibt es auch diesmal wieder etwas zu gewinnen, nämlich. Und darum geht es heute sowieso um unser neues Buch Essen gegen Arthrose, das wir gemeinsam geschrieben haben. Richtig. Johann Roland Liebscher-Bracht, der Mensch von den Schmerzspezialisten und ich natürlich. Und was du dazu machen musst, um dieses Buch zu gewinnen, das erfährst du während des Videos. Tja, jetzt habe ich doch wirklich einen richtigen Promi neben mir sitzen. Johann Lafer, ich glaube, ganz Deutschland kennt dich oder Weiß ich nicht, zumindest ist auch fast nicht. Das ist ganz nicht wichtig Deutschland. heute. Heute geht es um ein ganz anderes Thema, glaube Ja, ich. aber trotzdem, Ja, vielen immerhin. Dank, vielen Also, Dank. für mich ist es, bist du auf jeden Fall ein A-Promi. Dankeschön. Ja, deswegen. Aber es gibt ja einen Grund, warum du hier bist. Und darüber wollen wir jetzt sprechen, weil du hast eine Geschichte, die dich hierher gebracht hat. Ja, ich hatte die letzten 5 Jahre relativ starke Schmerzen in meinem rechten Knie. Und hatte natürlich den Wunsch, irgendwie mal davon befreit zu werden. Da gibt es natürlich die Operation, aber das wollte ich auf jeden Fall umgehen. Und dann habe ich eben jemanden kennengelernt, der mir von euch beiden berichtet hat. Und ich bin dann hierher. Ich muss sagen, ich war auch sehr, sehr skeptisch, weil ich, wenn jemand wie dein Mann nicht einmal Arzt also studiert hat und dann plötzlich da sich darum mit beschäftigt, wie man Schmerzen bekommt, dann ist man erstmal so ein bisschen vorsichtig. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe aber dann zunächst mal gemerkt, dass uns eine gewisse Sympathie verbindet und dass ich wollte es einfach wissen, ich wollte es probieren. Und dann natürlich ja, habe ich angefangen am ersten Tag erstmal bei deinem Mann und dann bin ich also dir gekommen und dann hast du mir gesagt, na, neben dieser ganzen Therapie ist auch sicherlich bei dir ganz wichtig die Ernährung. Und da habe ich gedacht, ja, ich als Koch, ich esse da nur frische Produkte, ich lebe gesund und ich weiß gar nicht, warum ich da was ändern soll. Und du hast mich wirklich überzeugt, dass es mir klar wurde, dass so eine Arthrose, wie ich sie habe, wirklich wegzubekommen ist, wenn man mehrere Dinge macht. Nämlich indem man die Übungen zu Hause macht, konsequent, indem man hier öfter hierher geht und natürlich auch das, was du sagst, ernst nimmst. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Wie geht's dir denn heute? Mir geht es heute sehr gut, weil ich zum einen natürlich keine Schmerzen mehr habe. Das muss ich sagen, das ist das Wichtigste, absolut das Wichtigste. Denn ich habe doch immer sehr lange Arbeitstage und das ist dann extrem mühsam. Man ist nicht mehr kreativ, man hat keine Lust, man tut sich also wirklich schwer, wenn man Schmerzen hat. Ich glaube, jeder, der das schon mal hatte, der weiß das, was ich damit sagen möchte. Und ich muss sagen, ich bin dir sehr dankbar, dass ich mich mit einem Thema der Ernährung beschäftigt habe, die für mich früher immer so lästig war. Wenn ein Gast kam, Vegetarier und Veganer, habe ich immer gesagt, was wollen denn die Leute von mir? Wie sollen normal essen, wir anderen auch. Aber du hast es wirklich geschafft, mich davon zu überzeugen, dass es heute auch nicht nur auf die Behandlung, sondern auf die Ernährung ankommt und wie wichtig Ernährung ist in bestimmten Situationen. Und das habe ich dann doch sehr ernst genommen. Warum habe ich es ernst genommen? Weil ich gemerkt habe, es geht mir damit besser. Sonst hätte ich vielleicht gesagt, ach, vergiss es doch, interessiert doch keinem. Also das kann ich auch nur euch alle zu Hause sagen. Ja, gut. Es kommt ohne nichts kommt nichts. Ja, also ich habe das dann wirklich ernst genommen und ich muss sagen, ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich fast ein Wunder, was man mit so unter Anführungszeichen einfachen Dingen bewegen kann. Ja, so ganz einfach ist es ja Ja, nicht. es ist Es ist, nicht, aber es ist auf jeden Fall so, wissen dass ich wir nicht jetzt ja. da die beste Uniklinik aufsuchen muss und dass ich überlege, wo ich zur Reha hingehe, sondern ich glaube, es ist etwas, ja, etwas aufwendiger vielleicht, aber es ist so wie bei mir auch Gott sei Dank von Erfolg gekrönt. Und das ist ja bei den allermeisten Menschen, die sich dann ja, diesem Aufwand hingeben, ja? Weil ich habe gesagt, es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, das ist einfach deswegen nicht ganz einfach, weil viele Leute gar noch nicht davon überzeugt sind und
Sie müssen auch ihre Gewohnheiten verändern. Ich glaube, Das ist so das Allerschwierigste. Und dann haben ganz viele immer noch im Kopf, oh meine Güte, vegan schmeckt doch nach gar nichts. Also Pflanzliches Essen, das ist doch langweilig. Und da muss ich doch nur irgendwie immer nur Möhren essen oder sowas. Ja, ich meine, ich sage auch bei mir überwiegend vegan. Es gibt natürlich da sicherlich auch, nicht zuletzt durch meinen Beruf, auch Ausnahmen, aber auch kein Thema. Aber wenn ich die Chance habe, diese Ernährung zu folgen, dann tue ich das auf jeden Fall. Und das geht auch selbst heute im Alltag, weil ich, wenn ich essen gehe, ich einfach im Restaurant sage, komm, lass doch ein Stück Fleisch weg, dafür hätte ich gerne mehr Gemüse oder ich hätte einen schönen großen Salat. Das geht heute alles. Man muss halt nur sich beschäftigen. Ich glaube, dass die wenigsten Leute überhaupt diese Kreativität besitzen, aus einem Apfel, den ich hier vor mir sehe, einen richtig tollen Salat zu machen oder was auch immer. Oder ich sag mal, so wie wir da aus Grünkohl, aus Grapefruit oder aus Avocado einen Salat gemacht haben. Das muss schmecken. Oft ist diese Küche auch sehr lasch. Die schmeckt natürlich so, ich sag mal, so gesund, ja. Das darf nicht der Fall sein. Es muss wirklich auch Aroma haben. Es muss aus meiner Sicht, ja, es muss gut gewürzt sein. Es muss schön optisch präsentiert werden. Und damit habe ich mich beschäftigt. Für mich als Koch war das sicherlich ein bisschen einfacher für jemanden, der sich natürlich nicht so wie ich täglich mit Ernährung beschäftigt. Und ich glaube, das, was da rausgekommen ist, das kann sich sehen lassen. Das glaube ich allerdings auch. Deswegen haben wir ja auch Genussrezepte gesagt. Ich kann mich noch an ein Gespräch zwischen uns beiden erinnern. Da ging es nämlich darum, machen wir so leichte Kompromisse, sagen wir vegan, vegetarisch. Und da hast du mich gefragt, Petra, du hast mir gesagt, die vegane Ernährung ist es, was den Menschen heilt. Also müssen wir ein veganes Kochbuch schreiben. Ja, weil für mich war das schon so sehr, sehr... Ja, aber für mich war es schon am Anfang schon sehr schwer, weil ich natürlich jahrzehntelang gesucht habe nach dem besten Fleisch, nach dem besten Fisch. Ich meine, nach wie vor ist das für mich was ganz Besonderes. Aber ich sag mal, man macht halt dann, wenn es einem besser gehen soll, gerne einfach einen Verzicht und versucht mit dieser Methode eben durch die Ernährung, dass es einem besser geht. Das habe ich getan und mir hat es wirklich geholfen. Deswegen bin ich auch so glücklich. Und ich meine, ich möchte heute niemand etwas wegnehmen oder auch ich gönne jedem alles. Aber in meinem speziellen Fall eben bedingt durch meine Arthrose hat mir das sehr geholfen und darüber bin ich sehr glücklich. Aber ich glaube, mit diesem Kochbuch nehmen wir Menschen gar nichts mehr weg, weil da geben wir euch wirklich ganz viel, weil es sind wundervolle Speisen, die du kreiert hast. Also die sind vollmundig, da fehlt es einem an nichts. Und es ist einfach auch, das ist deine Küche. Also man erkennt dich da auch das wieder. Das ist Johanns Küche, das ist keine ganz Küche irgendwie mit nur Salat mit Wasser gewaschen, sondern das macht schon Sinn. Ich nehme mir mal gerne so ein Beispiel, so eine, wie gesagt, nur eine Avocado gegrillt in der Pfanne im Pflanzenöl und dann dazu Wassermelone und rote Zwiebel und daraus einen Salat gemacht. Das schmeckt einfach, wenn es gut gewürzt ist, ja. Aber den meisten Leuten fehlt so ein bisschen die Kreativität, auch der Mut zum Würzen. Und das, glaube ich, kann man hier in diesem Buch bei den Genussrezepten wiederfinden. Genau, und vor allen Dingen Gewürze, das ist ja was ganz Wesentliches. Also wir wissen ja schon, auch aus der Naturheilkunde kommt, aus der Phytotherapie kommt, dass ganz viele Gewürze ganz, ganz wichtig sind für Heilungsverläufe. Genau. Und die haben wir ja auch hier mit verarbeitet. Und das ist doch was ganz Großartiges. So haben wir wundervolle Rezepte in zweierlei Hinsicht. Wundervoll, weil sie gut schmecken und wundervoll, weil sie auch noch heilen. Genau, so ist es. Und das ist natürlich... Ja, und ich muss sagen, viele Leute, die mich kennen natürlich und die mich beobachten, sagen, naja, wieso denn das? Dann sage ich einfach ja schlichtweg, weil es mir damit besser geht. Ich sage es nicht, weil ich jetzt mich da neu positionieren möchte oder weil ich sage, jetzt fällt ihm nichts mehr ein, es macht auch noch das. Nein, das ist nicht der Fall, sondern ich habe es letztendlich nur für mich gemacht. Und die Idee, das dann mal festzuhalten, das kam mir erst, nachdem wir uns ja bei dir getroffen haben und du mir mal die Lebensmittel präsentiert hast, die eben bestimmte Inhaltsstoffe beinhalten und hat sich gesagt, mach doch mal Ideen, mach doch mal mit deinem Anspruch von guter Küche Rezepte draus. Das habe ich auch getan. Ich muss sagen, es hat auch richtig Spaß gemacht, weil man muss umdenken, man muss heute
überlegen, wie kann man auch etwas zubereiten, was jemand zu Hause nachmachen kann. Genau. Es darf nicht zu aufwendig sein, die Zutaten dürfen nicht zu teuer sein. Ich glaube, all das haben wir hier in diesem Buch wunderbar getroffen. Und deswegen bin ich sehr stolz und ich habe jetzt auch nie mehr diese Vorurteile. Früher habe ich mir gedacht, naja, Veganer leben länger oder Vegetarier, ja, die kriegen keine Falten. Aber ich muss sagen, toi, 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 jetzt ist mir das bewusst geworden, dass die Ernährung von unserem Körper mit Sicherheit eines der wichtigsten Bestandteile ist. Das ist ganz sicher so. Also wir wissen das. Wir wissen das aus der Forschung. Ich weiß das durch meine über 30-jährige Tätigkeit als Ernährungsärztin. Nahrung, pflanzliche Nahrung heilt. Und das ist einfach großartig. Und gerade hier sind einfach Rezepte drin, die auf der einen Seite heilen, aber die machen auch noch was ganz anderes. Die beugen auch noch vor. Es ist immer so schade, wenn Leute erst anfangen, sich vielleicht einzulassen auf was Neues, wenn sie was haben. Weil vorher gibt es ja dann keinen Grund und sie merken das nicht. Aber wie toll ist es denn jetzt vielleicht, dass jemand sagt, hey, diese Rezepte sind so gut. Ich habe zwar überhaupt noch nichts, aber es schmeckt mir so gut. Und mit dem Wissen, das da drin auch steht. Also wir haben auch aufgeschrieben, warum pflanzliche Nahrung gut ist, was die einzelnen Lebensmittel überhaupt machen. Also was deren Aufgabe ist, das ist alles hier beschrieben. Und vielleicht, wenn du keine Schmerzen hast, wenn du noch gesund bist und gesund bleiben möchtest, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, einzusteigen in dieses wundervolle Leben mit pflanzlicher Nahrung. Und ich muss auch sagen, das sage ich jetzt auch sehr, sehr gerne, das ist nicht ein Mensch dann zweiter Klasse. Ganz im Gegenteil, das ist auch, wenn man das sehr kreativ umsetzt, etwas ganz Besonderes. Also, wie gesagt, ich habe in meinem Leben immer nur nach der Superlative gestrebt und immer nur gesagt, okay, das ist nach wie vor so, dass ich das liebe, ein schönes Stück Fleisch oder ein schönes Stück Fisch. Aber wenn ich heute weiß, dass mein Körper ein Problem hat und ich kann dem Körper helfen, indem ich auf bestimmte Dinge fast verzichte, dann tue ich mir was Gutes. Und darüber bin ich so glücklich, dass ich das verstanden habe, weil man hätte auch sagen können, ist mir doch alles egal, komm, vergiss es doch, das geht auch andersrum. Nein, ganz im Gegenteil, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich das mit mir selber im Einklang umgesetzt habe. Ja, und ich denke, das ist auch gut, dass du es gemacht hast, weil ich glaube, viele Leute hören auf dich und die wissen einfach, Johann Lafer steht für das, was er sagt. Und du hast es nicht gemacht, um jetzt irgendwie dich neu zu positionieren. Das hast du ja auch gesagt. Das ist überhaupt nicht dein Ding. Ich bin jetzt nahezu 63 Jahre alt und ich glaube, die Leute haben mich oft genug im Fernsehen gesehen. Die wissen, dass ich kochen kann und dass ich mich auch mit Ernährung oder beziehungsweise mit Rezepten mein Leben lang beschäftigt habe. Ich meine, ich bin seit 85 im Fernsehen zu sehen, habe mich da, glaube ich, ganz lange gehalten. Man hat eine gewisse Erwartungshaltung von mir. Aber das ist jetzt wirklich persönlich. Das ist ein Stück von mir. Dieses Buch ist ein Teil meiner Problematik, die ich hatte, und deswegen bin ich so stolz, dass wir zusammen, weil ich habe es ja gesagt zu Beginn des Gesprächs, ich habe nicht daran geglaubt. Ich habe immer gedacht, hier, das ist irgendwas, die erzählen da was vom Pferd und dann gehst du wieder nach Hause. Nein. Warum hast du es denn ausprobiert? Ja, weil ich wollte einfach, mich hat damals zu Beginn das Gespräch überzeugt und auch die Ernsthaftigkeit. Weißt, ist so, du merkst dann schon, ob jemand für einen Inhalt steht und brennt dafür, ob jemand sagt, okay, jetzt habe ich da 17 Bücher gelesen und jetzt versuche ich das mal den Leuten schmackhaft zu machen. Nein, ich glaube, das war überzeugend für mich. Das war am Anfang auch natürlich schwer, das zu verstehen, muss ich auch sagen. Aber ich weiß nicht, irgendjemand hat dann zu mir da oben gesagt, in meinem Kopf, Johann, mach das mal, versuch das mal. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil es mir tatsächlich heute besser geht. Wie schön. Hast du zufällig auch was abgenommen? So wie ja, du ein bisschen habe ich schon abgenommen auch. Das ist noch eine willkommene Nebenwirkung, wenn man das so nennen darf. Aber das war nicht immer nur mein Ziel. Das ist was eine positive Folgeerscheinung ist. Ich bin ja Genussmensch, Koch. Ich möchte nicht wie ein Spargeldart sein, durch die Gegend laufen. Ich stehe zu dem, was ich mache. Aber ich muss sagen, ich fühle mich seitdem ich ein bisschen abgenommen habe, aber auch indem ich mich etwas leichter ernähre, natürlich wohler. Ich bin etwas fitter und ich bin frischer einfach. Merkst du, also das ist genau das, was ich noch mal wissen will. Du spürst wahrscheinlich sehr genau den Unterschied, ob du jetzt eine pflanzliche Nahrung zu dir nimmst oder ob du vielleicht doch noch ein bisschen was vom Tier dazu
Hast du auf dem Teller, spürst ja, du das für also dich von der Schwere her ja, okay. Aber da ich das ja wirklich sehr selten mache, natürlich oft bei Gelegenheit, wo ich eingeladen bin, nicht immer da die Extrawurst machen möchte, dann mache ich das. Aber wenn ich selber bestimmen kann, alleine, was ich mache, dann mache ich das so, was meinem Körper am besten ist. Und das ist immer das, was, glaube ich, auch der Mensch wissen sollte. Man sollte sich nicht so gehen lassen, sondern sollte sich wirklich bemühen, seinem Körper was Gutes zu tun. Ja. Und das hoffe ich auch, dass ihr, dass Johann euch vielleicht jetzt auch ein bisschen angesteckt hat, es auszuprobieren, weil es macht so vieles, vieles leichter. Also es macht nicht nur vielleicht dich leichter, der ein paar Kilos zu viel hat, sondern es macht auch leichter, wenn man weniger Schmerzen hat. Du bist viel freudiger im Leben. Klar, und klar. Wenn du zum Beispiel etwas älter bist, dann weißt du auch, wie wichtig es ist, dass wir uns in unserem Älterwerden auch wohl damit fühlen. Und all das, das kann pflanzliche Kost machen. Richtig. Und dass diese Info jetzt an dich kommt, da bin ich total froh drüber. Aber um es wirklich sicher zu selbst zu wissen, bleibt dir nur eine Möglichkeit. Du musst es nämlich ausprobieren und machen. Ja, finde ich auch. Das ist eine Bitte auch an euch alle. Versucht es einfach mal. Nicht skeptisch sein, sondern einfach den Mut haben, die Rezepte nachzukochen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Das sind relativ preiswerte Zutaten. Man kann es sehr schnell machen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn dann einfach mal die Leute sagen würden, Mensch, der hat was Wahres gesagt. Das stimmt so. Ja, es wäre super schön. Und damit ihr vielleicht auch einer der Gewinner seid von drei diesen Büchern, möchte ich euch jetzt noch sagen, was ihr tun dürft. Und zwar einmal den Kanal abonnieren, dann bitte auch die Glocke aktivieren und dann schreibt einfach rein, was ihr zu sagen habt. Kommentiert unser Gespräch, eure Erfahrung, was hat euch vielleicht inspiriert, das jetzt nachzumachen, und teilt dieses Video. Ich bin mir so sicher, dass ganz viele Menschen völlig gespannt darauf sind, was Johann zu diesem Thema sagt. Ja, und dann, wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet, dann könnt ihr das im Übrigen hier oben tun. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und vielen, vielen Dank, Johann, dass du mit uns dieses Projekt gemacht hast. Ja, liebe Petra, auch ich habe Danke zu sagen, denn ich fühle mich wohl und das ist nur möglich, weil ihr mir geholfen habt. Tschüss.